Wir kannten diesen Ofen bereits von meinem Schwager und waren dort schon immer sehr begeistert. Nach längerem Hin und Her haben wir uns nun doch einen eigenen bestellt. Gerät wurde zügig geliefert, auch die terminliche Abstimmung mit der Spedition lief einwandfrei. Einziger Wermutstropfen, bei der Lieferung war einer der beiden Steine beschädigt. Aber auch hier zeigte sich die Qualität eines guten Dienstleisters in Form des Services. Nach einem Anruf und einer kurzen E-Mail mit Bild des kaputten Steines, folgte die Antwort von Big Eagle nach nicht mal einer Stunde mit der Bestätigung einer Nachlieferung. So stelle ich mir guten, kundenfreundlichen Service vor, minus, dafür von mir 5 Sterne. Die Lieferung kam wie erwartet zeitlich an. Der Pizzaofen ist sicher verpackt. In der Ofen ist leider Styropor, auch wenn man sehr vorsichtig ist, bleiben Reste übrig. Die bekommt man dann mit der Staubsauger aber weg. Die Bedienungsanleitung finde ich leider undeutlich und somit mangelhaft. Man muss den Ofen mindestens 2 Stunden am besten im Freien und auf Maximum heizen, damit der Gestank weggeht. Danach ist es betriebsbereit. Der Ofen selber ist leicht zu bedienen. Ich habe zuerst nicht wirklich geglaubt, dass der Ofen 350 Grad heiß werden kann, aber dann habe ich es mit einem Laserthermometer gemessen und es hat wirklich gestimmt, nach 10 Minuten, 167 Grad 15 Minuten, 247 Grad 20 Minuten, 312 Grad 22 Minuten, 341 Grad 25 Minuten, 367 Grad 30 Minuten. Das kann aber auch kürzer oder länger dauern. Das hängt ein wenig von den Zutaten und der Größe von der Pizza ab. Die Pizzen schmecken wie in eine gute Pizzeria. Seit wir dieser Pizzaofen haben, essen wir unsere Pizza nur noch zu Hause. Wir sind insgesamt sehr zufrieden mit der Pizzaofen. Ich hoffe, diese Rezension war hilfreich. Lesen Sie weiter. Für den Preis zunächst sehr skeptisch, hammerschwer das Teil, anscheinend Gutes verbaut, heizt wie der Teufel, viel besser wie erwartet, bin begeistert, müssen uns nur noch hintasten für die ganz perfekte Pizza, eher zuerst Unterhitze einschalten, dann erst die Oberhitze, aber das sind Kleinigkeiten. Dieser Ofen ist der Hammer. Er hält, was er verspricht, schafft locker 350 Grad Celsius, braucht etwa 20 Minuten Aufheizzeit und macht Pizzen mindestens genauso gut wie beim Italiener, korrekten Teig vorausgesetzt. 179 Euro für so ein Teil aus Edelstahl sind wirklich ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, wie viel Geld wir alle schon beim Italiener, Pizzalieferdienst oder gar für TK-Pizzen, die verdienen ja nicht mal den Namen, berappt haben, und meistens war das Erlebnis doch suboptimal, stimmt's? Dieser Ofen backt optimale Pizzen, an denen nicht mal ein echter Neapolitaner etwas auszusetzen hätte. Allerdings gibt es ein paar Nachteile, die ich nicht verschweigen möchte, wenn Sie Kinder haben, werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh, weil die nur noch Pizzen wollen. Laden Sie keine Freunde oder Verwandte zum Pizzaessen ein, sonst haben Sie die in Zukunft dauernd an der Backe. Ihr Lieblingsitaliener wird Sie wahrscheinlich kaum noch zu Gesicht kriegen und der Lieferdienst verliert einen treuen Kunden. Sie müssen sich überlegen, was Sie künftig mit all dem freien Platz im Gefrierfach anfangen wollen. Hier noch mein Rezept für den Teig, von einem echten Pizzabäcker aus Neapel auf YouTube, ergibt 4 üppige Pizzen, 1/2 Liter kaltes Wasser 800 Gramm. Mehl 25 Gramm. Salz, ja, 25 Gramm, 1 gr. Frische Hefe, bei Trockenhefen noch weniger, kaum mehr als eine Messerspitze, 10 Gramm. Zucker 25 Gramm. Olivenöl, Salz im Wasser auflösen und Hefe im Mehl verreiben oder verteilen, Trockenhefe. Salzwasser zum Hefemehl geben und am besten mit dem Knethaken des Handmixers verrühren.
Zucker und Öl dazugeben. Mindestens 15 Minuten kneten, bis der Teig sich von der Schüssel löst und eine seidig glatte Oberfläche hat. Etwa 20 Minuten in der Schüssel zugedeckt gehen lassen, dann in 4 gleich große Klumpen teilen. Diese so nach unten einschlagen, dass eine schöne Kugel mit glatter, seidiger Oberfläche entsteht. Diese Kugeln nun entweder 6 bis 8 Stunden bei Zimmertemperatur oder bis zu 5 Tage im Kühlschrank zugedeckt gehen lassen. Ich lasse eine Kugel auf der Arbeitsplatte und lege die anderen in den Kühlschrank, so habe ich für einige Tage vorgesorgt. Je länger der Teig im Kühlschrank bleibt, desto besser wird er. Man muss ihn nur lange genug vorher herausnehmen, damit er Zimmertemperatur hat, bevor man ihn mit ebenfalls zimmerwarmen Zutaten belegt. Ich schlage die Kugeln übrigens in Frischhaltefolie ein, das klappt wunderbar, dann kriegt er keine Haut. Die Teiglinge übrigens nicht rollen, sondern nur mit den Händen und viel Mehl zu einer runden Scheibe auseinanderdrücken, dabei einen dickeren Rand lassen. Das Ergebnis sieht dann wie im Bild aus. Nachtrag: Der Stein im Ofen wird unweigerlich schwarze Flecke bekommen, weil immer mal etwas daneben trifft oder herunterfällt, also stellen Sie sich gleich mal auf den Anblick ein. Verkrustungen kann man mit einer Stahlbürste aus dem Baumarkt leicht entfernen. Wenn man bedenkt, dass man für diese kleinen runden Pizzaöfen, die eher aussehen wie ein Kontaktgrill, schon über 100 Euro hinlegen muss, dann ist dieser Profiofen ein wahres Schnäppchen. Ich ärgere mich, dass ich den nicht schon früher entdeckt habe. Bisher habe ich die Pizza auf einem dicken Schamottstein im herkömmlichen Backofen gemacht. Den Schamottstein aufheizen dauerte ewig, Stromverbrauch, und ein herkömmlicher Backofen schafft halt nur 250 Grad. Dieser Ofen hier schafft tatsächlich 350 Grad, mit Profi-Infrarot-Thermometer nachgemessen, und heizt in 20 Minuten auf. Die Pizza wird darin ein Traum. Auch freigeschobenes Brot lässt sich darin wunderbar backen, die Höhe ist dazu gerade ausreichend. Schön ist, dass man die Temperatur für Unter- und Oberhitze getrennt regeln kann. Der Ofen ist sehr solide gebaut, ein wirkliches Profigerät. Größtes Problem ist, einen dauerhaften Platz dafür in der Küche zu finden. Ich habe ihn auf einen in der Größe passenden Beistelltisch gestellt, sodass ich ihn nicht nach Gebrauch wegräumen muss. Bei uns ist er jetzt mindestens einmal die Woche im Einsatz. Sehr schnelle Lieferung, immer Info wo und was passiert und nach 2 Tagen bei mir zu Hause. Ofen funktioniert super. 2 Stunden auf der Terrasse eingebrannt, um die Gerüche loszuwerden und danach bereit für Pizza. Beider Regler auf höchste Stufe, 350 Grad, und die Pizza für ca. 7 Minuten rein. Erste Ergebnisse schon besser als jede Fertigpizza. Jetzt wird am Teig gefeilt, Mehl 00, Wasser, Salz, wenig Hefe. Click link in description for more reviews. Thanks for your watching. Let's go.